Ich bin sehr analytisch, ja, und ich sage immer an Leute jetzt, also ich bekomme sehr, sehr viele Pitch-Decks und ich sage immer, schreib dir einen Businessplan, weil für dich selbst, also für mich, hat mir so geholfen, diese Businesspläne zu schreiben, richtig das durchzuanalysieren von unterschiedlicher Perspektive, die Vorteile, Nachteile, so Die alles. Annahmen durchzudenken. Alles, genau. Also das war super wichtig und das habe ich mit mehreren Businesspläne gemacht, so richtig von Anfang zum Ende, um dann zu sagen, nein, das wäre nichts oder es wäre nicht Was gut waren da genug. für Ideen dabei? Es war alles Mögliche. Also in Mexiko, ich hatte eine Silber-Business-Idee. Silber-Business. Ja, genau. Also Silber ist ganz groß in Mexiko und ich wollte so Silberschmuck Hi, okay. mit einzigartigen Designs und so machen. Ich hatte eine Salat-Bar-Kette in London als einen Businessplan und ich war schon, also viele war ich schon aktiv. Also ja, ich bin auch schon Retail-Spaces so angucken in London und also ich bin schon sehr, sehr weit in sehr viele von diesen Businesspläne Okay. gegangen. Und durch diesen Prozess auch war immer auch eine, nein, das fühlt sich immer noch nicht, also entweder ist das Business-Idee ist nicht gut oder das Herz ist nicht so ein bisschen drin. Und auf dieser Reise haben wir gefragt, okay, was. Also wenn ich mein ganzes Ich investiere in dieses Business, es muss richtig sinnvoll sein. Es muss eigentlich das allerwichtigste Ding sein. I like the mindset. Und auf diese Reise gegangen, was ist der allerwichtigste Sache? Und das, also ja, wenn ich das sage, es fühlt sich so simpel an, aber ich habe 2 Jahre gebraucht, um diese Antwort zu bekommen. Und die allerwichtigste Sache ist Gesundheit. Also das war für mich schon klar, also ich bin ja, Gesundheitswesen gegangen damals. Also ohne unsere Gesundheit haben wir nichts. Das allerwichtigste in Gesundheit ist unsere Ernährung. Also hat der größte Hebel auf unsere Gesundheit. Und das allerwichtigste und größte Impact auf unsere Ernährung ist, das in der Kindheit gut hinzubekommen, weil später ins Leben ist das super schwierig, ja, diese Essgewohnheit so ändern. Und ja, dieser sehr simple Denkprozess hat 2 Jahre gedauert, um zu kommen zum Ergebnis, okay, das allerwichtigste Sache in der Welt ist, bessere Kinder-Essgewohnheiten zu entwickeln.